Hey Freunde, hallo, herzlich zu The Dark Side Detective von Bill in The Dark. Ja, letzte Woche haben wir irgendwie es geschafft, zu Stan reinzukommen mit unserer Kreditkarte. Aber irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, Seamus irgendwie zu beweisen, dass er wahrscheinlich Vampir sein könnte. Klappt irgendwie alles nicht. Moment mal, Vlad Tepes und das muss wie Tepes von Seamus Klassenfoto sein. Wird ein Film über sein Leben gedreht? Vielleicht hat das etwas mit der ganzen Sache zu tun. Frage zu mir. Oh, echt? Scheiße. Gut zu wissen. Ja, wir hatten halt nicht einfach alles kombiniert richtig miteinander. Kann natürlich scheiße sein. Ist es schon sicher herauszukommen? Oh, hier haben wir noch gar nicht geredet. Ich glaube schon, vielleicht. Das klingt nicht gerade beruhigend. Wir sind von der Polizei. Ist das beruhigender? Ja, Moment mal. Sind Sie echte Polizisten oder gehören Sie zur Komikerabteilung von Patrick Dooley? Wir sind eine ganz normale Abteilung. Das sieht er aber Hey, du fragst sie doch lieber mal zu diesem brennenden Rollstuhl. Was ist hier los? Die Bewohner sind heute voller Energie. Es ist ziemlich schwierig, sie alle aufzuspüren und zu beruhigen. Wenn sie sie nicht ausfindig machen? Wir haben hier Narrenfreiheit. Das ist schließlich kein Gefangenenlager, Patrick. Wir haben keine Überraschungsmonitore für die Bewohner. Nicht mehr. Wer hat heute Post bekommen? Ein paar Bewohner und Seamus, der Hausmeister. Wo würde ich Seamus an einem normalen Tag finden? Er ist ständig unterwegs, redet mit den Bewohnern und so. Er hat einen guten Draht zu ihnen, aber die meiste Zeit verbringt er in der Wäscheküche. Was können Sie mir denn über den Hausmeister erzählen? Seamus? Er ist hier der Hausmeister. Was denn? Soll ich Ihnen etwa erzählen, dass er seine gesamte Freizeit in der Waschküche verbringt? Ja, genau das wollte ich hören. Oh, gern geschehen. Ich verstecke mich hier, falls Sie mich brauchen. Okay, Schließmuskel ist auch ein Schließmuskel. Runterhelfen, nein. Fühle mich wieder, als wäre ich 63. Ah, das war ein Spaß, Petty. Geben nichts um zur Küche. Die kennen ihn sonst auch nicht. Na dann. Hier, Freundchen, ich habe Beweise. Warum bekommen Sie Post von Dracula? Schreibt Dracula Ihnen Briefe? Gibt es Dracula wirklich? Sind Sie? Sind Sie ein Vampir? Was verstehen Sie unter einem Vampir? Ein blutsaugendes Monster. Monster ist ein negativ besetztes Wort. Und nicht alle Vampire saugen Blut, sondern nur Sanguinaria. Alter. Das Sanguinaria. Es gibt auch emotionale Vampire und umgekehrte Versionen von beiden. Ich bin ein umgekehrter emotionaler Vampir. Die Leute fühlen das, was ich fühle. Und wie wäre das bei einem umgekehrten Oh Gott, ich kann es nicht mehr. Ziemlich ekelhaft. Im besten Falle wäre es ein Typ, der Ihnen eine Seitengasse, einen Beutel Blut anbietet. Ich will gar nicht wissen, was der schlimmste Fall wäre, aber wenn Sie ein umgekehrter emotionaler Vampir sind und sich hier alle so sonderbar benehmen. Als ich von Vlads Film erfuhr, begann ich mein Leben zu hinterfragen. Alle anderen haben es zu Ruhm und Ansehen gebracht. Und ich bin nur ein Hausmeister, verstehen Sie? Vielleicht muss ich etwas an meinem Leben ändern. Sie haben eine Midlife-Crisis, also haben alle anderen hier auch eine. Ja, das tut mir leid, aber ich kann nicht viel dagegen tun. Also gut, Dooley, wir müssen ihn nur ein bisschen aufmuntern, damit alle anderen aufhören, sich wie die Irren aufzuführen. Was wollen Sie wissen? Vampire gibt es also wirklich? Ja, aber die Medien blähen das immer alles nur unnötig auf. Kennen Sie zum Beispiel Vlad, den Fehler? Da hat sich nur jemand verhört. Es hieß eigentlich Vlad, der Zähler. Macht den Kindern das Zählen bei. Er hat die Filmrechte vermutlich nur abgegeben, um mit den Lizenzgebühren neue Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Ein verdammter Gutmensch. Auf Zahl hingegen, das war tatsächlich ein Monster. Er machte sich über die Kinder lustig, die nicht richtig zählen konnten. Jesus weint bitterlich. Ich habe von umgekehrten Vampiren gehört. Ach, diese verdammten Bücher, ich hasse sie. Weil sie sich davon falsch dargestellt fühlen? Nein! Alles ist haargenau so, wie es dort beschrieben ist. Ich liebe das Tageslicht, Knoblauch und so weiter. Ich hasse die Bücher nur, weil ich sie nicht selbst geschrieben habe. Sonst wäre ich jetzt so berühmt wie die anderen. Wie könnt ihr sie aufmuntern? Die meinen es sicher nur gut, aber ich würde jetzt wirklich gerne wieder in Trauer über mein verkorkstes Leben versinken. Im Hotel waren sie ziemlich spät noch unterwegs. Ich dachte, umgekehrte Vampire mögen lieber den Tag als die Nacht. Ja, aber ich war im Urlaub und ich bin lange aufgeblieben, um ein bisschen Mondschein abzubekommen. Was glauben Sie, woher ich diesen herrlichen, cremigen, kränklichen Ton habe?
Okay, okay, so, wir haben also Essen, Tisch. Ja. Ehrlich, ich weiß echt nicht, was wir sonst machen sollen. Ich will ja nur mal raus. Will heute Abend von Oma verhätscheln lassen, anstatt die Welt zu retten oder an irgendwelchen anderen langweiligen Sachen verwickelt zu werden. So. Der Personalraum brennt wieder Licht. Oh, cool. Das Schnarchen hat auch aufgehört. Ich wollte nichts sagen, aber dieses Schnarchen, das war beeindruckend. Kein Wunder, dass hier alle völlig plemplem sind. Das wahre Problem ist wahrscheinlich Schlafmangel. Kann durchaus sein. Wo denn? Echsendoktor? Werkzeugkasten? Werkzeugkasten. Ein Schlüssel. Whiteboard. Da gucken wir mal durch. Ein seltsam aussehender Schlüssel. Das ist mein Innensechskantschlüssel. Damit baue ich Möbel zusammen. Sie sehen aus, als würden Sie ihn brauchen. Wenn Sie ihn mir zurückbringen, können Sie ihn mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir jemals etwas zurück... Willi, selbstverständlich bringen Sie ihn zurück, so schnell wie möglich, gleich nachdem wir fertig sind. Sie sehen aus, als würden Sie das nicht tun. Oh Mann, dieser Kerl ist unheimlich. Das scheint der Dienstplan zu sein und ein paar Haftnotizen. Zusagt, das nächste Hexentreffen wurde verschoben, da der Gemeindesaal vom Ortsverband der Illuminaten belegt ist. Oh. Wang hat angerufen und gesagt, dass ihm das Yang-Yang-Öl ausgegangen ist. Gute Puppe zum Üben finden. Martin sagt, er ist seit der letzten Sitzung ganz kribbelig und zwar nicht im positiven Sinne. Diese wohlgemerkt privaten Notizen könnten von jedem sein. Warte mal. Ein Insektskernschlüssel von allen. Das ist das richtige Werkzeug, um den Tisch zusammenzubohren, aber ich sollte es lieber dort tun, wo ich ihn aufstellen will. Okay. Das sieht aus wie das Podium auf dem Revier, außer dass dort McQueen Knutsch Gespenster eingerutscht ist. Verdammt, McKing! Ja, McKing! Jemand hat einen Werkzeugkasten hier stehen lassen. Siemens wollte einen Verkaufsautomaten reparieren. Er muss bei all der Hektik sein Werkzeug hier vergessen haben. Ob da wohl was Nützliches dabei ist? Oh, vielleicht der Schraubenzieher? Schraubenzieher? Das sieht eher aus wie ein Pfahltreiber. Sie wissen, dass er ein Vampir ist, oder? Das war ziemlich beleidigend. Ich habe es bemerkt, sobald ich es gesagt hatte. Ich fühle mich furchtbar. Ein Schraubenzieher. Ein Philips-Kopf-Schraubenzieher. Bestimmt mit Philips-Kopf, dass man dafür einen Schraubenzieher braucht. Nicht mit Philips-Kopf. Das war ein ziemlich gezwungener Witz. Und? Ist er jetzt witziger, nachdem du ihn kritisiert hast? Ich weiß nicht. Dieser Automat verkauft keine Snacks oder Getränke, sondern frische Socken, religiöse Bücher und Reime. Das verdammte Ding ist hinüber. Hören Sie sich das an. Der in Braun gehüllte Mann zieht diesen Ort aus dem Schlamm. Mit einem schönen Geschenk wird alles wieder eingerenkt. Das kann man zwar so machen, aber saubere Reime sehen anders aus. Gefällt sie Ihnen? Sie können sie mit nach Hause nehmen. Ich schenke sie Ihnen. Danke, aber er hier ist derjenige, der alle möglichen Dinge mitnimmt. Oh, er kann sie nicht haben. Das ist nichts für ihn. Das würde ich normalerweise nicht trinken. Ich stärke nur meine Resistenz gegen Eiter von meiner Reise nach Midbard. Oh, ein Tierfell. Ein großer weißer Bettvorleger aus Fell. Was ist das für ein Tier? Das weiß niemand. Ich habe es während meines Erasmus-Jahres in dem verlorenen Stadt von Z erlegt. Weißer Bettvorleger. Ein weißer Bettvorleger aus Tierfell. Es handelt sich um ein mystisches Wesen, bei der Herstellung kamen also keine Pixelbären zu Schaden. Was halten Sie von den Vorfällen hier, Doktor? Vorfälle? Mir scheint hier alles ziemlich normal zu sein. Wie bitte? Alle verhalten sich wie wild gewordene Teenager, das ist doch nicht normal. Teenager sind nun mal ziemlich wild. Ja, aber Senioren doch nicht. Gerade eben haben sie noch das Gegenteil behauptet. Sie drehen mir die Worte im Mund um. Sie wissen gar nicht, wovon sie reden. Ich weiß ja wohl, wovon ich rede. Schließlich bin ich hier der medizinische Experte. Sie meinen wahrscheinlich Experte? Ich meine, was ich gesagt habe. Und jetzt lassen Sie mich weiterschlafen, bevor ich aus den ganzen Strafzetteln in meiner Tasche eine Wudepuppe bastle. Verschiedene Mitteilungen über das Personal. Bitte keine Senioren zu Rave-Partys hinausschmuggeln. Hört auf, Gebisse zu klauen. Wir finden euch. Die Anwendung von Hexerei auf oder für Patienten ist nicht erwünscht.
Es war klar, dass sie das sagen würden. Die normale Besuchszeiten sind fast vorbei. Es ist also bald Zeit für die Intimbesuche. So, dann gehen wir mal in den Hof und bauen schon mal zusammen. Hier draußen könnte man eine Party steigen lassen. Wie können wir diesen Ort ein bisschen aufpeppeln? Also, für mich gibt es keine Party ohne Essen und Trinken. Wenn wir daraus eine Art Preisverleihung machen, brauchen wir einen roten Teppich und wir müssen ihn herauslocken. Was wissen wir über umgekehrte Vampire? Ich habe in der letzten Staffel nicht aufgepasst, als Doris uns das erzählt hat. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber sein Zimmer nachzuurteilen mag er Tageslicht und Knoblauch. Also das Gegenteil von normalen Vampiren. Kannst du das alles aufschreiben, Duli? Natürlich. Essen, Getränke und andere Dinge, die Duli mag, ist notiert. Na gut, ich mache eine Liste, du kannst mich sogar danach fragen, falls du einen Beweis brauchst. Okay, warte mal, wir stellen erstmal den Dings auf den Tisch. Das scheint das richtige Werkzeug zu sein, David. Klingt gut, du baust ihn auf und ich halte Wache. Mal sehen, was wir hier haben. 4 Beine, eine Tischplatte und ein paar Stabilitätsdinger. Ich muss einfach nur der Anleitung voll... Oh, die Anleitung ist auf Schwedisch. Kein Problem, dann sehe ich mir einfach das Bild an, das wäre ja gelacht. Voila! Ein Birket-Tisch bereit zum Einsatz. Ein Tisch, den ich selbst zusammengebaut habe. Ohne jede Hilfe von mir. Und ich schäme mich kein bisschen dafür. Du kannst deinen passiv-aggressiven Ton also stecken lassen. Wenn sie Seamus herauslocken sollen, muss ich sie wahrscheinlich seinen Vorlieben anpassen. So. Keine Party und das nächste Mal den Ehrengast. Knoblauch-Sandwiches. Ach, wartet. Aha. Wir sollen ja Wäsche waschen. Passt gerade so hinein. Gut, jetzt kann ich ihn einschalten. Oh ja, jetzt kriegen wir einen roten Bettvorleger. Gefärbter Bettvorleger. Okay, der Bettvorleger ist jetzt rot. Wie ein roter Teppich, oder? Lass mal ja mal mit den Schraubenzieher. Fällt mir ein, vielleicht aufs Dach? Aber Getränke stelle ich auf den Tisch und Essen stelle ich auf den Tisch, definitiv. Ach, fällt mir gerade ein, Mensch, wie blöd. Siehst doch, die Lichter sind angeschraubt. Schrauben wir das ab, bevor es noch jemand auf den Kopf fällt. Yeah, eine Disco-Beleuchtung. Na, da müssten wir jetzt eigentlich alles haben für die Party. Partei, Partei. Den Tee stellen wir auf den Tisch, um die Bewohner anzulocken. Yummy! Und essen! Legen wir die aufgemotzten Sandwiches hier drauf. Passt. Es wäre eine Preisverleihung ohne roten Teppich. Ein Pavillon, wie hübsch. Und jetzt ist es sogar mit einem Teppich für die heutigen Feierlichkeiten ausgestattet. Vergiss nicht, ich muss wieder aufs Dach. Wenn wir
Wenn wir das Licht in diesem Winkel anbringen, können wir den ganzen Garten beleuchten. Es sollte hell genug sein, wie Tageslicht zu wirken. Detective, woher kommt der Strom? Was? Woher kommt der Strom für die Beleuchtung? Da sind keine Batterien drin, oder? Und hier ist auch keine Steckdose, also wie kann das funktionieren? Juli, ich meine, ich habe kein Problem damit, aber... Aber was? Wenn es für dich in Ordnung ist, dass es auf magische Weise funktioniert, will ich nichts dagegen sagen. Ich finde es halt nur seltsam, dass wir manche Dinge verdächtig finden, weil sie magisch sind und andere einfach so für unsere Zwecke benutzen. Manchmal müssen wir eine Stromquelle finden und manchmal funktioniert es einfach so. Das ist nicht widersprüchlich. Wir sind nicht die Entwickler des Spiels. Worauf willst du hinaus? Macht Gott es sich nicht ein bisschen einfach? Ach, Duli, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen die Depression eines umgekehrten Vampirs heilen, damit die Senioren nicht seine Mid-Unlife-Crisis durchleben müssen. Also gut, wenn man es laut ausspricht, klingt es tatsächlich so, als würde Gott sich das alles aus den Fingern saugen. Ich glaube, es ist alles vorbereitet. Ich sehe sogar schon die ersten Partygäste. Gehen wir runter. Juhu! Lecker Tee! Ah, und auch noch kostenlos. Gib mir ein Sandwich! Es ist so hell hier draußen. Ist das Glühbirne? Was ist das? Als ich die leckeren Knoblauch-Sandwiches roch und das Tageslicht sah, bekam ich plötzlich Appetit. Das ist die Überraschungsparty. Ein kleines Dankeschön für alles, was sie für diese Menschen getan haben. Wie in der Preisverleihung in der Kategorie... Bester Freund. Das Leben ist viel einfacher mit einem besten Freund. Wie war, Kumpel? Wie war? Oh, das ist aber nett. Und wo ist mein Preis? Oh, richtig. Der Preis. Patrick hat ihn. Ja, ich habe ihn. Habe ich das? Ja, das Geschenk, das du mitbringen wolltest. Das ist ein Preis für Sie, Missy. Ich weiß, dass ihr nur ingeniert habt, um mir die Lage zu retten. Aber wir haben ihm tatsächlich einen Preis besorgt. Wir wissen, dass er ein umgekehrter Vampir ist. Und deshalb fühlen wir uns hier so wohl. Wir spüren seine Liebe für uns. Also wollten wir uns mit einem Preis bei ihm bedanken. Es ist zwar kein Filmvertrag, aber wir hoffen, es gefällt ihm trotzdem. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein dreifaches Hoch auf Siemens. Hip hip, hurra! Ein einfaches Hoch reicht. Wir haben keine Zeit, um uns wiederholen. Kommt bitte auf mein Zimmer, Jungs. Ich habe einen Brief für Patrick. Patrick, du musst nach Irland. Was? Familientradition. Alle Gutes müssen eine Reifezeremonie hinter sich bringen. Ich dachte, sie hätten dich nicht eingeladen, weil du Amerikaner bist. Aber offenbar ist die Einladung irgendwie zwischen den Liebesbriefen von deinem Großvater gelandet. Ich habe sie vorhin Siegels vorgelesen, als er nicht weggeschlagen war. Ich bin zu alt, um mitzukommen, und ich hasse Reisen. Also musst du jemand anderen mitnehmen. Kommst du mit, Detective? Natürlich, Dulli. Juhu, die Chaosbrüder reisen nach Irland. Die Chaosbrüder? Ja, nennen wir uns nicht so. Ich nenne uns jedenfalls so. Wie auch immer, auf nach Irland. Yay, Fall abgeschlossen.